1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Wir sind heute in kleinerer Runde, das heißt hier ausschließlich im Radio zu hören bei 1Live und zu sehen bei 1Festival, nicht im WDR-Fernsehen. Was aber gar nichts macht, ihr seid da, darüber freue ich mich sehr und wir können loslegen mit einer freien Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, wurscht über was, meldet euch 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und der erste Anrufer, das ist der Rolf. Und Rolf ist 43 Jahre alt. Hallo Rolf. Ja, hallo. Ja, schönen guten Morgen. Weswegen rufst du an? Ich wollte mich gestern bei dir melden, und zwar zu diesen Berufe-Thema, extreme Berufe. Ja, extreme Berufe, ungewöhnliche Berufe, genau. Mhm. Genau. Und bin leider nicht durchgekommen. Ja. Hast du einen sehr ungewöhnlichen Beruf? Ja, den habe ich. Was heißt, den habe ich? Ich bin gelernter Fleischer. Ja. Ich habe in der Fleischerei gelernt, und sauber zu arbeiten und leider meinen Posten damals verloren. Ja. Und habe auf dem Schlachthof angefangen zu arbeiten. Ja. Und was genau machst du da auf dem Schlachthof? Oder im Schlachthof? Ich habe alles gemacht. Also quasi, ich war für alles da. Ja. Springer, also. Und musste quasi auch Notschlachtungen, sag ich mal so, ja, erledigen. Mhm. Mhm. Was für mich sehr, nicht angenehm war. Was bedeutet denn Notschlachtungen? Das können wir normalen Menschen uns ja gar nicht vorstellen. Was heißt das? Ja, ist klar. Kreaturen, die auf dem Transport zum Schlachthof Kollaps erlitten haben. Ein Kollaps? Kollaps. Mhm, ja. Mhm. Also den Transport nicht durch. Das heißt, die körperliche Anstrengung nicht überstanden haben. Was heißt denn der Notschlachtung? Werden die dann noch in dem Autotransporter geschlachtet oder? Nein, nein. Die kommen also mit jafsenden Körpergeräuschen da an. Mhm. Also kurzatmig und völlig erregt da an. Ja. Wurden also nicht, konnten nicht mehr verladen werden. Verladen, das heißt, von der Verladerampe, ja, wo die Tiere runterlaufen, beziehungsweise zum... Ja, weil die sind ja im Schlachthof, die werden ja sowieso dort geschlachtet. Was heißt dann Notschlachten? Dann verstehe ich das so, dass die schneller geschlachtet werden müssen als die anderen. Ja, ist klar. Aber wo werden die dann geschlachtet? Separat. Sofort, nachdem die angekommen sind? Ja, ja, ja. Was heißt separat? In einem separaten Schlachthof. Schlachthaus. Schlachthaus, also unmittelbar, nachdem sie angekommen sind. Die anderen haben noch ein bisschen Zeit, bis sie dann dran sind. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen der, ich sag mal, der normalen Schlachtung und dieser Notschlachtung? Wie soll ich das erklären? Diese Schlachtungen werden nie als EU-Schlachtungen, durchlaufen. Das heißt, sie kriegen also keine EU-Stempel, sondern wenn sie es kriegen, kriegen sie einen Rundstempel. Das sagt mir jetzt noch nicht viel. Wie schlachtet man denn diese Tiere, die notgeschlachtet werden? Die werden im Prinzip genauso geschlachtet wie normale Tiere auch. Mhm. Und was ist so schlimm daran? Auf separaten Weg. Ja, und du hast gerade gesagt, es war besonders schlimm für dich, die Not zu schlachten. Was war da besonders schlimm dran? Diese Schweine halt oder Kreaturen halt zu sehen, wie sie da ankommen. Also wie sie schon leidend ankommen. Ja. Also dass die Tiere so gelitten haben, das hat dir sehr leid getan. Genau. Das Schlachten war ja dann hinterher dasselbe auch bei den gesunden Tieren. Schlachten selber bei gesunden Tieren, es war genauso wie das
Ja. Aber halt, es ist halt so gewesen, dass diese Schlachtung extrem schnell oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, gemacht werden mussten. Aber ich frage es nochmal, wie schlachtet man die denn? Wie macht man das? Ich sag mal, diese Nullschlachtungen wurden genauso gemacht wie eine normale Tiere auch. Naja, aber wie? Wird da ein Bolzen an den Kopf gehalten oder wie geht das? Nein. Die wurden mit einer Elektrozange betäubt. Mhm. Ah ja. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Ja, das sagt mir was. Mhm. Und dann? Wurden die hochgezogen, also war ein Aufzug, und wurden dann gestochen, abgestochen, und kamen halt in eine Maschine, in ein Wasserbad und so weiter und so fort. Wie lange hast du als Fleischer auf dem Schlachthof gearbeitet oder arbeitest du immer noch dort? Ich bin nicht mehr da. Du sagst das mit so einer schweren Stimme. Ja, hast du das nicht mehr ausgehalten, ne? Ich habe traumatische. Nein, ich habe nicht mehr da. Du hast traumatische? Was wolltest du sagen? Ich träume nachts davon. Obwohl du Fleischer vom Beruf bist? Ja. Was arbeitest du heute? Ich bin auch noch als Fleischer. Bitte? Ich bin auch noch als Fleischer tätig. Achso, du arbeitest aber jetzt irgendwie in einer Metzgerei irgendwo oder was? Ja, ja. Das ist dann für dich nicht so wo schlimm. Wo ich selber betäube. Beziehungsweise die Kreaturen sehe. Aha, aber du schlachtest wieder und du bist eigentlich in den gleichen Mechanismen drin. Genau. Dennoch ist das jetzt dieses nicht so schlimm für dich wie in einem Schlachthof. Nein, das ist was anderes. Was ist denn das andere? Ich sehe die Kreaturen lebend laufen. Ich will nicht sagen, dass sie sind glücklich oder Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich in einem Schlachthof super, super Horror ist und dass sehr viele Leute, wenn die das sehen würden, würden die gar kein Fleisch mehr essen. Man kauft die Sachen dann immer schön sauber verpackt im Supermarkt und ahnt gar nicht, was dahinter steckt. Lieber Rolf, ich danke dir für den Anruf und deine Ausführungen. Wann kann ich euch oder wie euch wieder erreichen? Warum? Ja. Möchtest du gerne noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Ja, bitte. Ja, dann machen wir das so, Rolf. Du legst auf und die Anja ruft dich nochmal zurück jetzt gleich, okay? Ja. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Das war der Rolf, dem das Arbeiten in einem Schlachthof offensichtlich sehr zugesetzt hat. So, hier ist Wolf. Wolf ist 30 Jahre alt. Hallo, Wolf. Hallo Domian, hier ist der Wolf. Ja, der Wolf. Ich hatte gestern angerufen zum Thema... Auch extreme Berufe. Richtig, ja. Jetzt habe ich nur das Alter nicht verstanden, was du gesagt hast. 30. Richtig, ja. Ja. Stimmt. Ja, wir sind Schausteller. Schausteller? Ach, die Leute von der Kirmes. Ja, richtig, die von der Reise. Die von der Reise. Was habt ihr ein Karussell? Drei Stück. Hey, bist du mit Inhaber der Firma? Ja, mit meiner Familie und also ich bin schwul mit meinem Freund zusammen. Ja. Betreiben wir zwei Geschäfte. Und das andere Geschäft noch meine Eltern. Ja. Was sind das für Karussells, die ihr habt? Ich weiß nicht, ob der Name Breakdance was sagt. Nee, ich bin nicht so ein Kirmesgänger, aber sag das nicht mal ruhig. Nicht in Düren, Düsseldorf. Nee, aber du kannst mal die Namen der Karussells nennen, weil die meisten Leute kennen sich da schon aus und die denken dann, genau so ein Ding ist das. Also Breakdance, was noch? Ja, und die Revolution. Die Revolution, wer kennt sie nicht und was noch? Das sind mehrere Überschläge und die Wilde Maus. Ja. Und was ist denn die Wilde Maus? Das ist eine Achterbahn, die es früher als Holzachterbahn gab und mittlerweile, oder... Mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich dran denke. Ja. Mensch, Schausteller, das... Nee, danke schön. Nee. Schausteller, das hat für mich immer so eine doppelte Vorstellung. Einmal hat es so eine romantische Vorstellung und auf der anderen Seite denke ich immer, diese Leute müssen so hart arbeiten. Mega hart. Mega hart. Mega hart, deswegen sind die Monate von, sage ich mal, 23. Dezember, wenn der Weihnachtsmarkt
in Köln aufgehört hat. Ja. Bis zum Anfang März, ja, da ist die einzige Zeit, da gibt es zwar auch noch genug zu tun, aber die einzige Zeit, wo ihr frei habt. Wo du zu Hause bist, ja. Habt ihr auch ein festes Zuhause oder lebt ihr nur in Wohnwagen? Nee, wir haben schon ein festes Zuhause. Eine Wohnung, ein Haus, irgendwo fest? Ja, nur ich habe jetzt schon wieder auf gut Deutsch Hummeln im Arsch. Wenn es mal Richtung Ende Februar geht, du willst einfach wieder raus, du willst auf die Reise. Ja. Effektiv leben im Zuhause, in Anführungsstrichen, wo die Großeltern jetzt noch wieder sesshaft sind. Wenn ihr dann zu Hause seid, also die paar Wochen, die paar Monate, wo ist das Karussell, wo sind die Wohnwagen, wo ist das alles? Die sind in Hallen, oder? Ah ja, die muss man unterstellen. Zwei Hallen, genau, und in den Packwagen, die sind verpackt, die werden über den Winter aufgebaut, da werden Renovierungsmaßnahmen vorgenommen, entsprechend, was gemacht werden muss. Ja, also du bist quasi im Moment noch im Urlaub, kann man sagen, ne? In Anführungsstrichen, du musst dich, du hast eine feste Route, eine Fahrroute, aber du musst dich trotzdem weiter um neue Plätze bewerben. Das alles findet dann von Ende Dezember statt. Das heißt, ihr seid nicht jedes Jahr an den gleichen Orten? Nein. Das variiert auch? Nein, wir sind jedes Jahr etwa an 6 bis maximal 8 gleichen Orten. Und wenn du effektiv fahren willst, brauchst du auf jeden Fall, 14, 15 Plätze, 16, 18, je nachdem. Wie viele Stunden, also wenn ihr so richtig auf Tour seid, wenn das Ding läuft alles, wie viele Stunden am Tag arbeitet ihr? Der Alltag geht los, morgens um 8. Mein Freund kümmert sich um Personal, ums Kochen, um Einkäufe, wie auch immer. Und der Vormittag geht los, dass das Karussell abgeschmiert sein muss. Das sind jetzt Fachbegriffe, aber... Mhm. Ich meine, wie viele Stunden am Tag so insgesamt? Gewartet werden muss und so weiter. Und zwischen 12 und 1 wird gegessen, je nachdem, wann der Platz aufmacht. 14 Uhr macht der Platz auf, dann kommt es darauf an, wo du stehst. Ja. Der eine Platz macht um 11 zu, der nächste um 2 Uhr morgens, Düsseldorf-Düren um 3 Uhr morgens. Ja, und dann kann ich mir auch vorstellen, wenn es dann vorbei ist, dass ihr in der Nacht dann schon abbauen müsst, um am anderen Morgen wieder auf Tour zu sein. Also mit Freizeit ist da nicht viel offensichtlich. Ins Kino gehen, während du in der Stadt bist oder so, das ist die Ausnahme. Ja. Wie viele Angestellte habt ihr? Mittlerweile 10 Rumänen, 2 Polen, leider keine deutsche Arbeiter mehr. Warum? Wobei ich die gerne einstellen würde. Warum gerne. Ist das so? Wollen die nicht, oder? Das ist so wie mit dem Spargelstechen. Ah, das ist zu wenig für die? Ja. Das heißt, wie viel zahlt ihr denn? Zahlt ihr pro Stunde oder zahlt ihr pro Saison? Nein, wir zahlen pro Monat im Pauschal. Über konkrete Zahlen möchte ich jetzt nicht reden. Möchtest du nicht reden, oder? Aber die Ausländer. Aber es ist mehr wie heute Hartz IV. Ja. Kann man denn selbst als Betreiber von solchen Karussells in der Mehrzahl? Karussells. Oder Fahrgeschäfte. Kann man da dennoch ganz gut Kohle mitmachen, wenn man gut ausgebucht ist? Ich möchte es mal so formulieren. Es ist wie mit der allgemeinen Lage, aber vor 10 Jahren war es besser. Du brauchst heute wirklich, um mit einem Fahrgeschäft, mit der Familie, die wir sind, und den Angestellten, um über die Runden zu kommen, 12 bis 14 lukrative Plätze. Das muss drin sein, ja. So, ja. Du bist man darf die Sandgelder nicht vergessen, man darf die Stromkosten nicht vergessen. Das ist nicht wie in privaten Haushalten, da wird auch alles teurer. Und auf der Reise wird auch alles teurer. Was ist denn eigentlich im Moment, du bist der Fachmann, welches Karussell ist total mega in im Moment? Du musst es ja nicht unbedingt haben, wie du das so beobachtest bei der Konkurrenz. Wo stehen die Leute drauf? Wo fliegen die drauf? Kann man pauschal nicht sagen, das kommt von Stadt zu Stadt drauf an. Also es gibt nicht so einen Renner im Moment? Nee, nicht wirklich. Es gibt absolute Favoriten, die, wenn du sagst,
in München auf dem Oktoberfest, wobei dort mehr die Bierzelte zählen, aber oder in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen, gibt's ein Publikum für das und das Karussell, aber du kannst nicht pauschal sagen. Verstehe. Auch die Klassiker, die kommen wieder. Zum Beispiel diese Achterbahn, von der du gerade gesprochen hast. Ja, die Maus. Was kostet so ein Karussell in der Neuanschaffung? Na, du weißt es doch, oder? Sicher. Du magst es nicht sagen. Nee, das ist doch kein Geheimnis wahrscheinlich. Das kann man da einsehen. Das ist kein Geheimnis. Wenn du heute eine Neuanschaffung machst, ich möchte jetzt nicht konkretisieren auf die wilde Maus, aber von einem neuen, hochtechnisierten Fahrgeschäft, dann legst du bei einer Summe zwischen 2 und 4 Millionen Euro. Oh, ja, so. Gut. Und das Geld muss ja erstmal alles wieder reingefahren werden. Ja. Diese Schulden hat man dann am Hals. Und unter dem extremen Druck steht man wahrscheinlich auch als Betreiber dann. Einen sehr großen Druck aufgrund von Schulden, Krediten, Banken, Versicherungen. Gab es in deiner oder in deiner Familie, du machst das ja, so habe ich es gerade verstanden, von der Familie her, früher wurde es ja auch schon gemacht bei euch. Alte Generation, ja. Gab es mal einen schlimmen Unfall? Bei uns nicht. Gott sei Dank. Und ich kann für Deutschland sprechen. Die Sicherheit auf deutschen Kirmesplätzen ist europaweit mit Abstand sehr, sehr groß. Ja. Also, dennoch gibt es die Unfälle. Also du willst uns Mut machen, kommt in die wilde Maus. Ne? Das höre ich. Auf jeden Fall. Warum bist du denn nicht der Erste, der da morgens reinsitzt und die Probefahrt macht, natürlich. Warum bist du nicht hier in Köln auf dem Karneval? Da ist auch Kirmes, glaube ich, ne? Ja, natürlich ist hier Kirmes. Karneval ist ja, Kirmes, ja. Sicher, ja, gut, Karneval. Nicht die Zeit dafür. Ja. Aber auf dem CSD in Köln waren wir schon. Ah ja. Ja, also die Sachen gibt es dann doch auch als Ausnahme, als in Anführungsstrichen Freizeit, wo dann zu meinem Freund sagt, da gehen wir jetzt hin und das machen wir jetzt. Also, ich werde demnächst mal, wenn ich mal auf einen Kirmesplatz gehe, mal gucken, ob ich die wilde Maus irgendwo sehe. Und wenn ich die wilde Maus sehe, dann halte ich Ausschau nach dem Wolf. Ja, ich sitze aber nicht in der Kasse, da musst du schon nach mir fragen. Da werde ich nach dir fragen. Schönen Gruß an deine Familie, Wolf. Danke. Und toi 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 für die neue Saison. Ja, du klingst, vielen Dank, du klingst verschnupft. Ja, es geht schon bergauf wieder. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, wir sind heute hier im Radio bei 1 Live und schöne Grüße nach Potsdam. Wir sind auch bei 1 Festival. Dann meldet euch bei mir unter 0800 220 50 50. Und heute ist auch noch ein besonderer Tag, nämlich heute hat jemand Geburtstag, den ich ganz gut kenne. Nämlich eine sehr nette Mitarbeiterin von mir, die ich herzlich grüßen möchte an dieser Stelle, nämlich Vivian Merchak. Die sitzt jetzt, glaube ich, zu Hause und hört die Sendung. Ich sage alles Gute, viel Glück und auf dass wir noch lange so gut zusammenarbeiten können. So, weiter geht es mit wem mache ich es weiter, frage ich meine Regie. Mit Melanie und die Melanie ist 22. Hallo Melanie. Ja, hallo. Ja. Melanie, was geht's bei dir? Um das Thema von gestern. Auch das Thema von gestern, da haben wir was angerührt. Ja. Besondere und extreme Berufe. Ja, also erstens mit dem Vorgänger, also ich kenne die Geräte, ich wohne also direkt an der Kirmes hier bei uns, wo die jedes Jahr ist. Ja. Und ich war mit, also von 16 bis ich 18 war beim Zirkus. Was warst du, beim Zirkus? Beim Zirkus, ja. Früher? Also als ich 16 war, von 16 bis 18. Ach so, von 16 bis 18? Mhm. Wie kommt man denn von 16 bis 18 zum Zirkus? Ja, also ich kenne die schon länger. Also ich kenne die schon, seitdem ich 10 bin. Oder kannte sie. Also ich habe jetzt keinen Kontakt mehr. Ah, ja. Und ich habe mit 16 mal meinen Freund kennengelernt. Mhm. Und hatte auch Stress zu Hause. Und dann bin ich damals mitgefahren. Gehst du in den Zirkus, hast du da gedacht? Genau, weil zu Hause war das nicht mehr so viel Stress auch. Und Aber das wolltest du mir eigentlich nicht erzählen. Was? Mit dem Zirkus. Doch, ach so, ich dachte, du nimmst jetzt noch Bezug auf den vorhergehenden Anrufer. Nee. Ach so, zwei Jahre Zirkus. Was hast du denn beim Zirkus gemacht? Ja, also angefangen habe ich damit, die Pferde zu pflegen. Mhm. Und wo ich dann richtig mitgefahren bin, halt, war das ein kleiner Zirkus, wir waren so ein Familienzirkus, wo also jeder alles konnte. Also habe ich dann gelernt, Messer werfen, Feuer spucken, Lasso drehen. Aber du hast nicht selbst die Messer geworfen? Doch, klar. Du hast die Messer, ich dachte, du wärst dann diejenige gewesen, die da gestanden hat, auf die Messer geworfen wurde. Nein, du hast die selbst geworfen.
Ich habe die selbst geworfen, ja. Also ich habe auch schon mal dann da gestanden, also beim Üben oder so, aber meistens habe ich die dann geworfen. Aber das ist doch super schwer. Die zielen ja immer so Millimeter genauso am Ohr vorbei, wenn die werfen. Das konntest du? Ja, also es hat sehr viel Übung gebraucht. Also ich habe das also jeden Tag auch bestimmt 2 Stunden geübt. Und du bist damit dann auch aufgetreten? Ja, also ab und zu. Also wenn jemand gefehlt hat, dann... Aber hör mal, das wundere ich mich sehr, wenn man mit 16 zum Zirkus kommt und nur 2 Jahre da ist und dann schon solche Sachen machen darf und kann und damit sogar auftritt, ist das doch eine Blitzkarriere, die du da gemacht hast, oder? Ja, schon. Aber es war ein kleiner Zirkus auch. Es war nur ein kleiner Zirkus, ja. Also Familienzirkus, so mit 11 Leuten waren das. Ja. Und warum bist du dann wieder weggegangen? Weil das eine, also ich muss, Zirkus ist eine schöne Welt und ist auch alles klasse, aber es gibt viele Sachen, auch negative Sachen, die niemand weiß, wo man dann besser rausgeht. Zum Beispiel? Wenn man nicht da reingeboren wird. Was ist denn negativ? Die Menschen haben unterschiedliche Lebenseinstellungen. Mhm. Also für die Zirkusleute sind wir Menschen, die normal arbeiten gehen, also morgens aufstehen und mittags nach Hause kommen. Wir sind also für die das Letzte. Das habe ich in den 2 Jahren also auch gemerkt. Ich bin auch nur wegen meinem Freund da geblieben. Mhm. Also das Letzte, weil wir da zu spießig sind und zu festgefahren oder was? Ja, genau. Wir haben halt so unsere Ziele und so. Mhm. Und wir sind halt, morgen sind wir hier, übermorgen sind wir da. Ja, ja, klar. Ja, das ist eine andere Mentalität, ist klar. Und dann bist du nicht mehr klargekommen dann mit diesem. Nein. Gab es noch was Negatives? Ja, wie sie mit den Tieren umgehen, also zumindest teilweise. Aha, ich dachte, dass die immer gut mit den Tieren umgehen, weil die Tiere Partner sind und die, dass man sie, ja, artgerecht wahrscheinlich nicht, aber dass man gut mit ihnen umgeht, dachte ich immer. Ist es nicht so? Nein, das ist nicht so. Es ist so, alles eine schöne Welt für Leute von außen, aber wenn man da einmal drin ist. Wobei ich ja sagen muss, ich rede eigentlich Unsinn. Im Prinzip bin ich da auch ein großer Skeptiker. Ich finde, ein Elefant hat im Zirkus nun überhaupt nichts zu suchen. Ich habe schon mal ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich Elefanten im Zoo sehe. Solche wilden Tiere oder ein Jaguar oder ein was ich was, die in einem Zirkuszelt einzusperren und denen irgendwelche albernen Tricks beizubringen, die überhaupt nicht dem Tier gemäß sind, ist auch überhaupt nicht mein Geschmack. Nee, also wie gesagt, das ist ein bisschen komisch. Also ich musste auch viel schlucken. Ich bin ein sehr tierlieber Mensch. Mhm. War damals zu dem Zeitpunkt auch ganz aktiv noch nebenbei im Tierschutzverein und musste also auch viel schlucken und habe immer gedacht, wenn die Tiere schon da sind, fahre ich halt mit und wie das und versuche halt mein Gutes zu tun, solange wie ich da bin, aber es ging hinterher auch nicht mehr. Ja. Also. Wir sind am liebsten die Zirkus Zirkusse, sagt man das? Ich habe ein Problem mit der Mehrzahl, wo kaum Tiere auftreten. Es gibt ja so fahrende... Ja, dieser japanische Zirkus oder der chinesische Staatszirkus zum Beispiel. Ja, ist das bei dem chinesischen auch so? Sind da keine Tiere dabei oder fast keine? Nee, also ich glaube, da sind keine. Akrobaten hauptsächlich. Ja. Ja, wobei man also sagen muss, es sind nicht alle so. Es gibt also auch Leute, also ich will jetzt nicht jedem Zirkus unterstellen, dass man den Tieren schlecht umgeht, aber da war es halt. Ja, ja. Nee, man kann ja schon sagen, selbst wenn ein Zirkus sehr gut mit den Tieren umgeht, finde ich, nach meinem Geschmack gehört da kein Tier rein. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, so, du bist wieder raus aus dem Zirkus, jetzt bist du 22, raus, ja. Melanie, was machst du heute vom Beruf? Ich fange dieses Jahr meine Ausbildung an, so wahr Gott will. Nämlich, als was? Beim Anwalt. Beim Anwalt, das ist solide. Das hat Zukunft, vor allen Dingen hat das Zukunft, ja. Genau, ja, der Anwalt hat wirklich Zukunft. Danke für deinen Anruf und alles Gute, Melanie. Ja, danke schön. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch doch oder mailt unter domian@wdr.de. Katrin ist hier. Katrin ist 35. Hallo Katrin. Ja, hallo. Hallo Katrin, weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen wegen der Stefanie, die seit 5 Wochen in Dresden vermisst worden ist. Ein 13-jähriges Mädchen. Ja, mit dem Fall bin ich nie informiert. Erzähl mal. Sie ist früh in die Schule gegangen und ist auf dem Weg zur Schule spurlos verschwunden. Mhm. Das Mädchen heißt? Stefanie. Stefanie, hast du gesagt. Mhm. Und 13 Jahre alt hast du. 13 Jahre alt. Ja. Gymnasiastin und... Es gab keinerlei Anhaltspunkte und es war auch ausgeschlossen, dass sie weggelaufen ist von zu Hause. Mhm. Und die Stefanie ist heute gefunden worden. Mhm. Das Positive ist, sie lebt. Sie lebt? Sie lebt, sie lebt. Ja. Weiß man, was war, wo sie war, was geschehen ist? Ja, sie ist von einem 35-Jährigen 300 Meter von ihrem Elternhaus, die 5 Wochen festgehalten wurden. Ach, wo festgehalten wurden? In der Wohnung von dem. Von dem? Mhm. 300 Meter entfernt vom Elternhaus? Ja. Und ist dort
durch massive sexuelle Übergriffe, wie es der Staatsanwalt heute gesagt hat, halt missbraucht wurden. Über diesen ganzen Zeitraum? Über diesen ganzen Zeitraum. Gott, das arme Mädchen. Ja, und... Wie ist es denn jetzt befreit worden, das Mädchen? Es gibt zwei Aussagen. Also fest steht, dass sie sich auf alle Fälle durch ein Papierstück, wo sie die Adresse draufgeschrieben hat und einen Hilferuf bemerkbar gemacht hat. Mhm. Die eine Aussage war heute, dass das jemand im Altcontainer, Altpapiercontainer gefunden hat. Ja. Und die andere Aussage war, dass es aus dem Fenster geworfen worden ist. Es ist nur ganz frisch, also welche Aussage jetzt nicht stimmt. Dieser Fall ist hier in Nordrhein-Westfalen, ist uns hier nicht so, wir haben den nicht so mitbekommen. Bei euch ist der wahrscheinlich sehr stark diskutiert worden die letzte Zeit. Er ist relativ stark diskutiert worden und uns hat er auch persönlich beeinflusst, muss ich sagen, weil die Mutter ist Lehrerin und ein Schüler aus der Klasse meiner beiden großen Kinder. Der Vater ist ein Kollege von ihr und ein anderer Schüler, der Bruder geht in die Klasse von dem Mädchen und wiederum eine andere, da ist die Sportlehrerin die Mutter. Ja, also da gibt es schon irgendwelche Bekanntschaften oder um tausend Ecken rum. Viele Anhaltspunkte auch einfach. Hat die Polizei diese Wohnung gestürmt oder wie hat man das gemacht? Die haben die Wohnung im Prinzip nach diesem Zettel, den sie bekommen haben, sind sie in die Wohnung rein und haben den Täter auch festnehmen können. Was genau weiß man denn jetzt über den Täter? Was ist bekannt? Dass er mehrfach vorbestraft ist. Wegen welcher Delikte? Sexual. Welcher genau? Weißt du das? Allgemein nur Sexualstraftäter genannt worden. Also mehrfach vorbestrafte Sexualstraftäter. Und dass er sie im Prinzip, wie gesagt, gekidnappt hat auf dem Weg zur Schule. Und zwar auf eine Art und Weise, also wie genau hat man noch nicht gesagt, aber es gab nicht eine Spur. Nicht eine Spur? Und diese Wohnung, in der sie festgehalten wurde, gefangen gehalten wurde, war das eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus? In einem Mehrfamilienhaus, ja. Das heißt, die anderen haben auch da nichts gehört? Nein, also sie haben heute mehrere Nachbarn auch interviewt. Und die Nachbarn waren also völlig entsetzt, wie das so in letzter Zeit öfters war. Man kriegt nichts mit, man hört nichts, man verschließt die Augen und also es hat keiner was mitgekriegt. Die eine Dame aus dem Haus sagte noch, ich guck doch den ganzen Tag aus dem Fenster und ich habe gar nichts gesehen. Du wohnst auch in der Nähe von dem Tatort? Ich wohne auch in Dresden, ja. In Dresden, aber in der unmittelbaren Umgebung von... Ja, fünf Kilometer, ja. Also nicht in der gleichen Straße oder so. Nein, meine Eltern wohnen direkt dort und wie gesagt, wir haben eben halt durch näheren Kontakt einfach durch die Kinder. Ja, kennen deine Eltern diesen Mann vom Sehen? Meine Mutter hat gesagt, ja, sie kennt ihn vom Sehen. Der hat eine Pension und dadurch ist er einfach auch in der Gegend bekannt. Ach, der hat sogar eine Pension? Der hat eine Pension. Das heißt, der ist ja im öffentlichen Leben etabliert? Und ja, ja. Die Mutter ist Lehrerin. Mann. Ja. Man wagt sich gar nicht vorzustellen, was dieses Mädchen für ein Martyrium durchlebt hat. Ja, also es war auch ganz eigenartig. Also bei dem Interview heute wurde die eine Bewohnerin des Hauses befragt und hat dann bloß gefragt, das ist doch nicht etwa der mit der Glatze und den zwei großen Hunden, worauf dann die Aufnahme abgebrochen wurde, was auch immer das heißen mag. Was natürlich auch der Fantasie ein bisschen Freilauf lässt, wo ich sage, naja, mein Gott, was hat das Mädchen durchgelebt, wenn das wirklich noch irgendwo... Ja, wir wollen gar nicht jetzt... Das Mädchen ist wahrscheinlich in psychologisch-psychiatrischer Betreuung. Wahrscheinlich. Es wird bestimmt nicht zu Hause sein. Oder vielleicht zu Hause mit einem Psychologen. Ja. Was auch immer. Sicher wird in den nächsten Tagen mehr in den Zeitungen auch darüber stehen. Und ich bin mal sehr interessiert zu erfahren, was dieser Mann auf dem Karpholz schon hat, weswegen er bestraft wurde, wie lange er schon im Gefängnis gesessen hat. Und ob es wieder so ein Fall ist, wo die Herren Gutachter jemanden offensichtlich zu früh wieder rausgelassen haben. Ja, das ist auch das, was mich eigentlich so momentan vom Bauchgefühl her so beschäftigt, weswegen ich auch angerufen habe, dass ich sage, ich habe so ein Bauchgefühl irgendwo... unheimliche Wut, unheimliche Hilflosigkeit auf der anderen Seite. Wo ich sage, wenn man 5 Wochen lang keinen Anhaltspunkt für ein 13-jähriges Mädchen für das Verschwinden hat, was liegt dort am nächsten? Und gibt es wirklich so viele Straftäter,
Sexualstraftäter vor allen Dingen, dass man die nicht hätte überprüfen können, dass man das eher hätte beenden können. Irgendwo. Das denkt man natürlich als Laie immer. Was hätte man alles machen können? Und und manchmal ist es, sind diese Überlegungen und die Vorwürfe auch sehr berechtigt. Ja. Manchmal auch nicht, aber... Ich muss auch sagen, es gibt ein Meldesystem für jeden normalen Bürger. Jeder muss sich polizeilich melden. Mhm. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich von einem Stalker verfolgt worden bin, dass der aus der Haft entlassen worden ist in die Obdachlosigkeit. Mhm. Und da frage ich mich, wie kann sowas sein, dass sich jeder normale Bürger im Prinzip melden muss und gerade Straftäter sich nicht melden müssen. Und vor allen Dingen dann die Gefahr wieder besteht, dass der Straftäter dem Opfer auf der Straße begegnet. Ne? Ja. Und ich habe selber eine Tochter in dem Alter, also die geht auch die 7. Klasse, genau wie die Stefanie. Und es ist auch vor 3 Wochen von der Staatsanwaltschaft direkt in der Zeitung die Eltern aufgefordert wurden, wir bitten sie, ihre Kinder nicht ohne Beaufsichtigung alleine draußen laufen zu lassen. Mein Gott, was für eine Angstatmosphäre entsteht. Ja, und für diese Freiheitsberaubung, die eigentlich dieser Mann auch gegenüber anderen, die jetzt nicht direkt, sondern indirekt davon betroffen waren, wird der Mann nie zur Verantwortung gezogen. Ja, also wir verfolgen jetzt den Fall allemal und hoffen, dass er diesmal endgültig hinter Schloss und Riegel kommt. Ja, wenn alles so ist, wie du es beschrieben hast und er tatsächlich der Täter ist und er das Mädchen so viele Wochen hat festgehalten und das Mädchen gequält hat und vergewaltigt hat über 6 Wochen hinweg, dann gibt es keine andere Lösung, finde ich. Ja, ne, ich hoffe ganz innig, vor allen Dingen, weil im September und einen Tag vor ihrem Verschwinden noch 2 Mädchen in Dresden vergewaltigt worden sind, dass er ja auch der Täter ist und dass nicht noch ein zweiter hier rumläuft. Also es ist einfach im Moment, wenn man das von anderen Städten gehört hat, mein Sohn ist 13, der hat dann bloß so gesagt, Mama, warum erzählen die jetzt plötzlich so viel davon? Ich sage, weil es uns plötzlich persönlich betrifft, weil es in unserer Stadt ist. Ja, ja. Und ich, mein Anliegen ist einfach auch damit jetzt zu sagen, auch wenn es weit weg ist von allen, die zuhören, das kann ganz plötzlich so ganz nah sein. Ach, natürlich, überall. Und das sofort kann einen ganz schnell ganz nah betreffen. Ja, ja. Liebe Katrin, schöne Grüße nach Dresden. Ja. Und wir halten uns mal alle auf dem Laufenden, wie das weitergeht jetzt und was dabei herauskommt vor allem. Ja, und ich hoffe, dass der Mensch wirklich für immer und ewig dafür büßt. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke. Tschüss, Katrin. Tschüss. Tschüss. Susanne ist hier. Susanne ist auch 35. Hallo. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's? Wir haben schon mal telefoniert, vor einem guten Jahr. Aha, da musst du mir jetzt ein Stichwort sagen, sonst kann ich das so schnell nicht rekapitulieren. Gut, verliebt in die Cousine. Verliebt in die Cousine. Also als Überschrift kann ich mich daran erinnern. Die Details weiß ich nicht mehr so genau. Erzähl mal. Wir hatten, also ich hatte mich irgendwie verknallt und wusste aber nicht, wie ich ihr das sagen soll und hatte dann halt bei dir angerufen. Und du hast mir auf jeden Fall gesagt, red mit ihr. Und ich so, ja, wie denn? Ja, indem du ihr das einfach sagst, hast du zu mir gesagt. So. Wie alt ist die Cousine? Die Cousine ist jetzt 20. Eine junge Cousine. Ja, genau. Also wir waren ziemlich weit auseinander vom Alter her und wie war ja. das? Waren das seid ihr Cousinen ersten Grades? Ja, genau. Also von meinem Vater die Schwester und von der die Tochter. Okay, da ist ja strafrechtlich alles im grünen Bereich. Da darf man ja. Ja, ja. Ja, ja. So, jetzt hab ich dir gesagt, nur red mal mit der Cousine. Und was ist geschehen? Das habe ich getan. Das hast du getan. Geschehen ist, wir sind seit einem guten Dreivierteljahr super glücklich. Ach. Das ist ja toll. Ja, wir wohnen jetzt zusammen. Na, hör mal. Wir hatten anfangs ein bisschen Stress mit der Family, aber ich habe gesagt, egal, wir schaffen das schon. Wie war das denn noch? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Warst du sicher, dass sie auch lesbisch oder bisexuell ist? Ich wusste nicht so ganz genau. Mhm. Wir haben da auch nie so wirklich drüber gesprochen. Ja. Und das war super cool. Sie hat auch Domian gehört. Ach, sie hat unser Gespräch sogar mitgehört. Ja, genau. Ah. Und dann klingelte, nachdem wir dann telefoniert hatten, mein Handy und sie sagte dann so ganz vorsichtig zu mir, hast du da gerade angerufen? Und ich so, so ganz vorsichtig. Ja. Ja, da würde ich aber gerne mal mit dir drüber sprechen. Und ich so, oh Gott, lieber nicht. Ja, und dann ich sage, ja gut, okay, ich sage, dann komm rüber, ich bin zu Hause.
Hattest du denn damit gerechnet, dass sie zuhört? Nein, absolut nicht. Absolut, weil normalerweise nicht. Ist sie um die Zeit immer irgendwie unterwegs mit Leuten in ihrem Alter und mit ihren Kumpels und keine Ahnung. Und ich habe also wirklich nicht damit gerechnet. Ich bin ja auch, muss ich immer sagen, immer wieder baff, wenn ich so von Zuhörern mitbekomme, wer dann diese Sendung auch wieder zufällig gehört hat und was dann irgendwie so in die Gänge kommt. Ich meine, wir sind ja immerhin versteckt in tiefer Nacht hier und haben ja nicht so ein riesengroßes Publikum wie die Sendungen am frühen Abend. Aber dennoch passiert das immer und immer wieder. So, jetzt seid ihr ein glückliches Paar. Genau. Du und deine junge Cousine. Ja, wunderbar. Ja, aber noch mal eine Frage zur Verwandtschaft. Das sieht die Verwandtschaft ja nicht gerne. Nö, aber das interessiert mich nicht. Und deine Eltern, was sagen die? Also meine Eltern, meine Mutter, die sagt, du bist alt genug, du musst das selber wissen. Ja. Und sie ist ja auch 18 gewesen. Ja. Damals, also ist jetzt vor ein paar Tagen 20 geworden. Ja, erst. Ja. Und wir haben uns dann mit ihrer Mutter zusammengesetzt und haben mit ihr gesprochen. Ihre Mutter ist wiederum deine Tante dann, ne? Genau. Mhm. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ich muss dir was sagen. Und ich glaube, es gibt da jetzt was, wo du nicht mit rechnest. Ja, und dann habe ich ihr das eben gesagt, dass ich mich in ihre Tochter verknallt habe und dass wir glücklich sind und dass wir es gerne versuchen möchten miteinander und ob sie da was gegen hat. Und ja, und dann hatte sie? Natürlich erstmal die Klappe runter. Ja. Und wie ist der Kontakt heute zur Schwiegermutter, die auch gleichzeitig Tante ist? Super gut. Super gut. Ja, und wir lachen viel, wir haben voll Spaß und es ist einfach geil. Ja, das ist doch wunderbar. Ist doch eine wunderbare Rückmeldung. Also perfekt. Also wie gesagt, hätte nicht besser passieren können. Und mit dem Zufall dann, es war, wie gesagt, dass sie das gehört hat, im Radio oder im Fernsehen, weiß ich jetzt nicht mehr genau, war also wirklich ein ganz dummer Zufall. Dann. Also freue ich mich sehr für dich, für euch, Susanne. Ja, ich mich auch, weil du gesagt hast, sag ihr das. Ja. Und ich ausnahmsweise mal gehört habe, sonst tue ich nämlich immer genau das Gegenteil. Das freut mich wirklich sehr, das ist sehr schön. Dann grüßt du mal deine Geliebte herzlich von mir. Ja, werde ich machen. Die ist jetzt bei ihrer Mama, da geht's nicht so gut. Ah ja, dann auch noch gute Besserung und auch alles Gute von mir zur Mama. Ja, auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch eine lang anhaltende, tolle Liebe. Ich denke mal, die werden wir haben, weil wir genießen beide alles und super. Also besser kann es gar nicht sein. Toi, 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 Susanne. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ich wünsche dir was. Tschüss. Und weiter geht es mit der Regina. Und Regina ist 47. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Regina. Was ist dein Thema? Ich will dir eine Geschichte erzählen. Und zwar, ich bin Goldschmiedin und habe vor 20 Jahren ungefähr von jemandem einen Ring gekauft als Altgold zum Einschmelzen. Und habe den dann in irgendeine Schublade geschmissen und habe den komplett vergessen da. Mhm. Und jetzt vor kurzem, also Mitte letzten Jahres, wollte ich den einschmelzen, weil ich ein bisschen Gold brauchte. Und dann habe ich mir den Ring genauer angeguckt. Mhm. Und der stand oben drauf. Nazareth College, Kentucky, Louisville und eine Jahreszahl 1957 und innen drin ein Monogramm. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich kann eigentlich mal versuchen, den Besitzer dieses Ringes wiederzufinden. Mhm. Ne? Und habe dann im Internet nach dieser Adresse von der Universität gesucht, habe ich nicht gefunden. Dann haben mir einige Leute geholfen im Internet. Dann habe ich auch Kontakt bekommen zu einer Schwester Theresa. Mhm. Und die hat Kontakt aufgenommen zu dieser Universität. Mhm. Und dann hatten wir auch relativ schnell den Namen von der Frau, der dieser Ring gehört. Mhm. Die hat wohl einen Bachelorabschluss gemacht, 1957. Mhm. Und diesen Ring bekommen. Also die Amis, die kaufen sich diese Ringe auch oft selber, wenn sie einen guten Schulabschluss haben. Ne? Ja. Und dann ging das eine ganze lange Zeit hin und her, diese Suche, und ich merkte halt, ich komme dann da in Amerika nicht weiter und habe dann hier die örtliche Presse bemüht und dann hat ein Redakteur auch einen sehr schönen Artikel geschrieben, ziemlich großformatig und ausführlich. Zwischenfrage, was hat dich denn angetrieben, denn so viel Aufwand zu machen? Eigentlich war es doch eigentlich nur ein Spaß, ne? Oder? Ja, eigentlich ein Spaß, aber irgendwie auch der Reiz, rauszufinden, ob das jetzt funktioniert, ne? Ah ja. Also, der Kick kommt jetzt noch am Ende, ne? Also, dann hat er einen großen Artikel geschrieben und diesen Artikel habe ich dann nach Amerika zu dieser Frau geschickt, mit der ich da Kontakt hatte, die mir bei der Suche half. Mhm. Ne? Die hat dann wiederum einen Journalisten bemüht, da in der örtlichen Presse, der hat einen Bericht geschrieben und dann meldete sich jemand, der diese Frau kennt. Mhm. Und so kamen wir an die Adresse. Und dann habe ich also mit der Frau hin und her geschrieben und die hat mir geschrieben, die hat den Ring vor 40 Jahren in Deutschland verloren. Ne? Die ist über 80.
ne, war vor 40 Jahren für kurze Zeit in Deutschland als Schwester an einer Schule in Pirmasens und hat in dieser kurzen Zeit den Ring verloren. Wo verloren, weiß sie nicht mehr. Irgendwo. Sie weiß nicht mehr, wo. Nee. Mhm. Ja, also ich wohne in Nordrhein-Westfalen, im Lipperland, und die hat den Ring verloren in Pirmasens und den... Vor 40 Jahren? Vor 40 Jahren. Und du hast ihn vor 20 Jahren gekauft? Ja. Wo der die anderen 20 Jahre ist, weiß ich nicht. Wo genau, bei wem hast du den gekauft? Du, da kam irgendjemand in meine Werkstatt und hat gesagt, willst du den Ring kaufen? Dann habe ich den gewogen und habe den halt, weiß ich nicht, bezahlt und... Das ist eine alte Dame von 80 Jahren. Ja. Die war doch wahrscheinlich auch komplett baff, als sie davon hörte, oder? Ja. Also dieser Reporter von der amerikanischen Zeitung hat die angerufen, hat gesagt, wir suchen sie, weil da hat jemand in Deutschland ihren Ring gefunden. Mhm. Ja, und dann war die völlig platt und hat wohl gesagt, also kann nicht sein, den habe ich schon vor 40 Jahren verloren. Mhm. Ne? Und ich habe jetzt am 22. Januar habe ich ihr diesen Ring zurückgeschickt in dem Päckchen. Ja. Leider habe ich noch keine Reaktion. Ich warte jeden Tag darauf. Ja, das wollte ich jetzt wissen. Was ist daraus geworden? Also du schenkst ihn ihr? Ja, klar. Ja, du schenkst ihn ihr. Du, der gehört ihr, ne? Naja, natürlich. Ja, klar. Ja, ja. Also und wenn du mich jetzt nach dem Kick fragst, dann kann ich einfach nur sagen, also erstmal ausprobieren, ob man, auch wenn man sich Mühe gibt, eine Fundsache zurückgeben kann, wenn man das gerne will. Ja. Und auch das Internet testen, ne? Wie viele Stationen, also... Ja, das ist ja fast schon wie so ein Kriminalfall, ne? Man recherchiert hier, man recherchiert da und kommt da auf eine Spur, das macht ja auch halt auch Spaß. Ja, natürlich. Also das fasziniert immer weiter, weil sich auch immer mehr Leute eingecheckt haben, ne? Ja, also ich kriegte dann aus Amerika von irgendwelchen Journalisten E-Mails, die dann schrieben, wir möchten auch drüber berichten, ne? Und kannst du uns berichten, also kannst du uns noch Einzelheiten sagen? War das ein schöner Ring oder ein recht normaler Ring? Also ein sehr hochwertiger Goldring, ziemlich schwer, mit einem großen Aquamarin, 750er Gold und also ein ziemlicher Klopper auch, der Ring. Also ein ziemlich großes, auffälliges Teil, ne? Und auch eine hochwertige Arbeit, also von einer Goldschmiedearbeit her. Was mag das jetzt in der alten Dame so für ein Gefühl ausgelöst haben, dass nach 40 Jahren der Ring wieder zu ihr kommt? Ja, ne? Wer weiß, was für eine Symbolik auch in diesem Ring steckt. Man weiß es ja nicht, was dieser Ring für sie bedeutet oder was sie wiederum mit diesem Ring alles verbindet. Siehst du, und damit hast du jetzt die Frage beantwortet, warum ich das gemacht habe. Weil ich genau mir überlegt habe, ne? Diesen Ring hat die gekriegt, da war die ganz jung, da hat den Abschluss gemacht, ne? Und dann habe ich gedacht, also selbst wenn die den vor 3 Jahren verloren hat und der kommt da wieder angereist, das ist doch total cool. Schöne Geschichte und vor allen Dingen auch nett, dass du es gemacht hast. Das hat ja auch, es hat Zeit und wahrscheinlich auch Kohle gekostet, ne? Ja, ist aber irgendwie nicht so schlimm. Ja, ja. Also das ist der Faktor, der mich dabei wirklich am allerwenigsten interessiert. Ich meine, als ich auf der Post stand und 36 Euro Porte bezahlen muss, habe ich auch gedacht, ne? Also das ist echt ein bisschen heftig. Ne? Aber eigentlich als Goldschmiedin musst du doch öfter mit alten Gegenständen konfrontiert sein und hast du nicht schon immer wieder mal so Überlegungen gehabt, wo mag der jetzt herkommen oder wem mag der gehört haben? Ja, natürlich. Also das hast du ja immer, wenn du dich mit alten Sachen beschäftigst, auch mit alten Möbeln und so. Ja, ja, aber ich meine, viele Sachen haben irgendwann auch ihr Ende gefunden, weil sie aufgebraucht sind, ne? Mhm. Aber dieser Ring war halt so besonders, weil da hat ja auch die Adresse drauf. Ja, der hatte Spuren, genau, das ist es, ne? Ja, klar, hat mir natürlich irgendwie das einfach gemacht, den zurückzuschicken, einfach in Anführungsstrichelchen, ne? Also ich habe mir natürlich die ganze Korrespondenz und so, das habe ich mir alles ausgedruckt und auch diese Briefe, die aus Amerika kamen von dieser Dame, die mir da bei der Suche half, ne? Wenn ein richtiger Brief dann mit Briefmarke kam und so, ne? Das war natürlich besonders schön und ich habe bestimmt einen 2 Zentimeter dicken Packen Korrespondenz. Ne? Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie mail uns das doch mal, wie die alte Frau darauf reagiert hat. Das also muss doch super. Der Redakteur von der Zeitung hier hat dann Kontakt aufgenommen mit den Leuten in Oregon, wo sie lebt, also mit einem Kollegen und schickt jetzt da noch jemanden hin, um halt ein Foto und einen Bericht zu machen und dann will er hier auch nochmal einen Abschlussbericht machen darüber. Ne? Na super. Ja. Ich habe übrigens ich trage auch einen Ring. Ja. Einen relativ schlichten Silberring. Schon gesehen. Und da ist auch der Name eingraviert, aber nur der Nachname. Von außen oder von innen? Nee, im Rande. Und jetzt habe ich gerade einen Froschmals. Entschuldige. Und eine Jahreszahl. Ja. Und wenn dieser Ring mal irgendwann verloren geht, wer weiß, ob es irgendjemanden gibt, der Lust hat, den nach Hause zu schicken. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich meine, du könntest das testen, ne? Ach, ich behalte doch lieber erstmal für mich. Außerdem, das würde ja bei dir unter Fanartikel laufen. Wahrscheinlich. Das würde irgendjemand behalten, ne? Liebe Brigitte, wir müssen mal Schluss machen. Ich habe absolut den Hustanfall. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Ja, mach's gut, tschüss. Ne? Wir machen mal kurz ein bisschen Musikpause.
So, ich habe mich wieder gefangen. Wir machen weiter mit Benny. Ja. Benny ist 25. Hallo Benny. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Dein Thema. Ja, ich hatte gestern schon mal versucht durchzukommen wegen Berufe. Alle haben wegen der Berufe angerufen, das ist ja absolut wahnsinnig. Was, ja. Was machst du denn? Ich bin Hilfskraft im Pflegedienst für körperlich-geistig Mehrfachbehinderte. Mhm. Und ist also wirklich Vollpflegestufe. Weil es ja gestern auch darum ging, Berufe, die nicht wirklich jeder gerne machen würde. Ja, also wir hatten es ja genannt, ungewöhnliche oder extreme Berufe. Und das ist sicher ein extremer Beruf, den du da absolvierst. Ja, ich sag mal, man gewöhnt sich nach einer Weile dran. Also vom, denke ich mal, vom psychischen her bleibt da extrem. Ja. Weil man sich ja wirklich mit Extremen auseinandersetzen muss. Bist du, arbeitest du in einer Pflegeanstalt, in einem Heim? Das Ding nennt sich Lebenshilfewerkstatt für körperlich-geistig mehrfach behinderte Menschen. Und Lebenshilfe ist eigentlich den meisten ein Begriff. Also ja, also was heißt denn? Ist das jetzt in einem... Lebenshilfe, das ist deutschlandweit vertretene Behindertenwerkstätten und die haben halt in jeder Stadt, haben die ihre kleineren Werkstätten. Da leben die Menschen auch und wohnen auch. Ja, und das ist dann in den einzelnen Städten ist es nochmal unterteilt in, wie gesagt, wie du es gerade schon gesagt hattest, in Wohnstätten, in betreute Wohnstätten. Wir haben welche, die wohnen alleine. Mhm. Und wir haben halt auch welche, die sind 7 Stunden am Tag nur da, die jetzt dann wieder zurückgehen in die Familie. Ja. Und in so einem Bereich bin ich jetzt momentan drin. Was ist denn, was ist genau, was sind deine Aufgaben, die du bewältigen musst? In erster Linie Erhaltung und Förderung der Motorik. Also wenn wir jetzt, wir haben jetzt Leute drin, die sitzen zwar im Rollstuhl, können aber noch laufen oder sind noch gehfähig und dass das dann halt erhalten wird oder ausgebaut wird. Mhm. Aber ist es mir noch nicht ganz klar, was du machst? Arbeitest du in einer Werkstatt tagsüber? Das ist, naja, Werkstatt kann man nicht sagen, das ist eine Behinderteneinrichtung, da kommen die Behinderten 7 Stunden am Tag rein. Ja, und die werden morgens gebracht. Von wo kommen die? Von zu Hause oder aus einem Heim? Von zu Hause, von den Eltern. Ja. Die werden mit dem Fahrdienst, das ist ein eigenständiger Fahrdienst. Ja. Die werden mit dem Fahrdienst hingefahren. Ja. Wir betreuen die dann 7 Stunden am Tag. Mhm. Von Montag bis Freitag. Und dann 15 Uhr werden sie wieder abgeholt und werden zu den einzelnen Familien gebracht. Ah, verstehe. Diese Menschen sind schwerstbehindert. Schwerstbehindert, also Pflegestufe 3. Geistig und körperlich. Körperlich und geistig. Ja. Mhm. Also beides. Was ist für dich an dieser Arbeit, bei dieser Arbeit, das Schwierigste? Das Schwierigste ist eigentlich mal, sich immer wieder neu auf Leute einzustellen, wenn jetzt neue Leute reinkommen, sich da jetzt mal wieder umzudenken oder halt jeden Tag wieder bei Null anzufangen. Mhm. Also auch bei den Leuten, die du schon kennst, musst du immer wieder bei Null anfangen. Ja. Wenn die Menschen so schwer geistig behindert sind, erkennen sie dich auch gar nicht? Doch, also teilweise erkennen sie einen schon. Mhm. Also manche, die prägen sich wirklich auch gewisse Sachen ein, verschiedene Verhaltensmuster oder sowas, die merken ja, also sie haben ja noch, Gefühlsempfindung haben sie ja noch. Ja. Sie merken ja, wie jetzt jemand auf einen zugeht. Mhm. Sowas merken sie ja noch. Sitzen alle im Rollstuhl? Größtenteils ja. Also größtenteils sitzen bei uns wirklich. Du sagst sogar, du bist ja mit der Motorik beschäftigt. Was heißt das konkret? Was machst du mit den Leuten? Motorik, das ist jetzt, Motorik, da kommt sowas rein wie mit Greifen, Fühlen und sowas. Dass die Beine bewegt werden. Das heißt, also ihr seid den ganzen Tag, die ganzen Stunden, während die Patienten bei euch sind, damit beschäftigt, mit denen irgendwas zu machen, damit die sich trainieren. Damit die nicht noch weiter zurückfallen. Mhm. Dass die nach Möglichkeit auf ihrem Level, wo sie sind, bleiben, dass die nicht noch weiter absacken. Du kannst ja mit den Leuten nicht im klassischen Sinne kommunizieren. Das geht ja nicht. Aber du hast wahrscheinlich schon doch auch Ebenen, wo du irgendwie dich verständigen kannst mit den Leuten, oder? Es ist meistens so dann über Zeichen, Gestik, da kriegt man dann schon mit, was sie möchten. Also es sind so verschiedene Gesten, die man dann deuten kann. Ich stelle mir das seelisch sehr schwer belastend vor, was du da machst. Ja, also man muss definitiv, wenn man jetzt von der Arbeit nach Hause kommt, muss man definitiv abschalten können. Das muss man definitiv ausgrenzen können, sonst macht man es nicht lange. Ich finde das Belastende daran, und deswegen habe ich auch so großen Respekt vor Leuten wie dir, die so etwas tun, dass man eben mit Menschen arbeitet, von denen man weiß, dass es niemals eine Gesundung geben wird, nie eine Entwicklung geben wird zum wirklich Guten hin. Ne? Das, man kann ja froh sein, wenn man so das Level hält und dass es nicht noch schlimmer wird. Ja, aber ich sag mal, das Schöne ist halt auch, dass man den Leuten dann so einen halbwegs normalen Tagesablauf geben kann oder so. Mhm.
oder halt so normale alltägliche Sachen macht, wie wo jetzt die Familie, sage ich mal, aus Berufsgründen oder aus anderen Gründen nicht schaffen würde, wie zum Beispiel einfach mal rausgehen, in die frische Luft, raus in die Natur oder irgendwas unternehmen. Sowas machen wir ja auch, wir machen ja auch richtig Veranstaltungen mit denen, also fahren auch richtig mit denen raus und unternehmen auch richtig was mit denen. Warum hast du dich für diese Arbeit, für diesen Beruf entschieden? Ja, das ist ja das Kuriose und da möchte ich eigentlich alle ansprechen, die von vornherein sagen, ein Eurojob bringt nichts. Ich bin durch den 1-Euro-Job da reingekommen. Ach, guck, da haben wir's. Ja. Da haben wir's. Ich bin November 2004 vom Arbeitsamt angeschrieben worden, ob ich nicht Testphase 1-Euro-Job mitmachen will. Ja, was hast du denn vorher mal? Hast du schon irgendwas anderes gelernt? Ich habe gar keine Lehre abgeschlossen. Ich habe die Kochausbildung abgebrochen. Ich habe eine Kochausbildung angefangen. Das war mir dann aber irgendwann zu eintönig, zu monoton, weil da kommt man morgens rein und weiß von Montag bis Freitag, was man zu machen hat. Das war mir einfach zu monoton. Und da hatte ich dann irgendwann die Kochlehre abgebrochen, war dann lange Zeit arbeitslos, habe nichts gefunden. Und dann kam diese Testphase 1-Euro-Job. Ja. Und da wurden uns verschiedene Vereine angeboten, wo wir hingehen können. Ja. Und da habe ich gesagt, da war dann, wie gesagt, die Lebenshilfe da dabei. Und da habe ich gefragt, kann ich da auch rein? Und haben gesagt, na, wenn Sie sich das zutrauen, kein Problem. Ja, und dann habe ich dort bin ich dorthin, habe 6 Monate meine Maßnahme gemacht, da diesen 1-Euro-Job. Ja. Und habe mich da so reingekniet und habe dann anscheinend so ein gutes Bild von mir rübergebracht, dass die mich dann fest übernommen haben. Wahnsinn. Was für eine tolle Geschichte. Ja. Rundrum gut. Rundrum gut. Ja. Und da bin ich jetzt seit 1. Mai 2005 bin ich dort angestellt. Wahnsinn. Fest angestellt. Also ja, zwar nur als Hilfskraft, aber es ist definitiv erstmal besser als. Ja, klar. Ja, sicher. Und die Arbeit macht so im Großen und Ganzen, macht sicher Spaß. Ja. Man sollte sich halt wirklich vorher genau überlegen, ob das jetzt was für mich ist. Man sollte nicht nur die positiven Seiten sehen. Kannst du für dich sagen, abgesehen davon, dass du natürlich einen Job haben willst, das ist ja auch völlig legitim, was dich motiviert, gerade in diesem Bereich, um mit so schwerbehinderten Menschen zu arbeiten? Es motiviert mich einfach, aus dem Grund einfach immer weiterzumachen, dass man einfach für die Leute da ist. Weil also, ich bin ein Mensch, der hilft gerne, wie und wo er kann. Also ich frage jetzt mal so, kann man sagen, Motivation ist schon auch eine dicke Portion Nächstenliebe? Ja, auf jeden Fall. Gibt es da eine religiöse Ebene auch bei dir, woher das kommt? Bist du Christ, dass du es vielleicht daraus schöpfst, diese Kraft auch? Nee, also ich weiß nicht, woher das bei mir kommt. Ich meine, es steht zwar auf meinem Ausweis drauf, dass ich römisch-katholisch bin, aber ich habe mit dem Verein eigentlich relativ wenig am Hut. Ja, also ja. Ist auch egal. Es kommt auf die Tat an und nicht auf die geistige Einstellung, sondern auf die Tat, was man macht, was der Mensch tut. Und ich meine, so von der Einstellung her war ich ja schon immer, also dass ich gerne helfe oder immer helfe, wo ich kann, das war schon bei mir immer so vorhanden. Also. Ich würde dich gerne doch noch etwas fragen zu der praktischen Arbeit. Wahrscheinlich sind geistig und schwerstbehinderte Menschen, nicht, was heißt wahrscheinlich, mit Sicherheit, auch nicht immer gleich gut oder gleich schlecht drauf. Das heißt, da gibt es auch wahrscheinlich Launen und Höhen und Tiefen in den Befindlichkeiten. Wie gehst du damit, das ist so, ne? Das ist so. Ja. Wie gehst du damit um, wenn da jemand mal auch patzig ist oder nicht so macht, wie du willst oder frech ist und wie reagierst du dann? Ja, das ist eine schwere Situation, weil man muss in dem Augenblick erstmal ruhig bleiben. Man muss ruhig bleiben, wenn es jetzt nicht so läuft, wie man sich das gerade vorstellt. Man ist ja nicht in der Schule, man kann ja nicht stur seinen Lehrplan runterrasseln. Man muss da immer ruhig bleiben und versuchen, mit einer ruhigen Art auf die dann einzuwirken, auf die, mit denen zu reden. Also man muss Nerven haben, ne? Ja, man muss Nerven haben wie Drahtseil. Weil wir haben auch, wie gesagt, Leute drin, mit denen kann man noch reden, mit denen kann man sich noch normal unterhalten. Und wenn man dann halt merkt, hoppla, da ist was, dann muss man dann halt auch versuchen zu hinterfragen, was da los ist. Kann ja was in der Familie gewesen sein oder was wir nicht wissen. Da muss man dann halt auch hinterfragen. Überkommt dich manchmal auch so ein Gefühl, wenn du die Leute siehst, dass du denkst, mein Gott, was für ein Schicksal und was für ein Glück, dass ich nicht so ein Schicksal erleiden muss? Ja, das überkommt mich schon des Öfteren, dass ich ganz froh bin, dass es mir nicht so ergangen ist. Nur Mitleid ist teilweise, sage ich, an der falschen Stelle. Ja, das glaube ich auch. Aber das ist vielleicht so ein ganz privates Gefühl, was man dann auch mal so nebenher hat oder dabei hat. Ja. Das ist ja keine Grundlage für die Zusammenarbeit, das ist mir schon völlig klar. Ja. Und was ich auch allen gleich sagen kann, mir ging es jedenfalls so, ich weiß nicht, wie es angeht, meine erste Reaktion war,
oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Das war meine erste Reaktion, wo ich den ersten Tag da drin war. Das war so diese Oh-Gott-Reaktion. So richtig Schockreaktion. Aber das hat sich ja nur alles zum Guten gewendet. Ja. Und du hast einen festen Job und dank dieser 1-Euro-Maßnahme. Ja. Also, kann man nicht immer gleich verurteilen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das nie verurteilt. Also ich finde das völlig in Ordnung. Lieber Benni, danke für den Anruf und alles Gute weiter bei und für deine Arbeit. Ja, und dir gute Besserung. Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. Ja, ich mute euch meine Stimme zu. Mann. Obwohl ich den Eindruck habe, dass es ein bisschen besser geht. Hier ist Klaus, 42 Jahre. Hallo Klaus. Klaus, ja, hat irgendwie ein Handy in der Gegend, oder? Bitte? Du hast ein Handy in der Gegend, was, oder? Oder telefonierst du mit dem Handy? Ja, piepst du gerade zu. Egal, Klaus, um was geht's? Ja, das geht um die Berufe von gestern. Auch? Ja, und was machst du? Ich bin vom Beruf Bestatter. Du bist vom Beruf Bestatter? Ja. Ja, also du führst ein Bestattungsunternehmen oder bist angestellt in einem? Ich bin angestellt. Ja. Wie lange schon? Ja, das mache ich jetzt schon 8 Jahre. 8 Jahre. Und wie bist du dazu gekommen und wie kam die Entscheidung? Das ist ja nun auch eine ungewöhnliche Entscheidung, da hineinzugehen in den Beruf. Das ist durch die Arbeitslose. Ich bin arbeitslos geworden und habe mir gedacht, na, suchst du lieber selber was, bevor der ist arbeitsam, irgendwas aufs Auge drückt. Ja. Und kommst du damit gut klar? Na, die erste Zeit war halt schwierig. Und teilweise, heute noch, ist der Job als schlimm für mich. Da hatte ich den Job auch. Wann hast du ihn? Wenn ich Kinder hole. Nach wie vor, obwohl du wahrscheinlich schon das oft gemacht hast. Ja, also bei älteren Leuten ist es halt der Lauf der Dinge, dass die sterben. Ne? Bloß bei Kindern, da zieht es mich ohne. Kriege ich Gänsehaut, kommen mir manchmal die Tränen. So, dass du schon mal das dann an einen Kollegen abgibst? Ne, abgeben tue ich nicht. Ich meine, da muss ich durch damit. Aber das ist halt, was soll ich sagen? Wie reagiert bei dir so die Umwelt darauf, wenn du neue Leute kennenlernst und du sagst, ich bin Bestatter? Na, die sagen halt, okay, die machen das irgendwie, machen sich lustig, sagen, ja, kriegen sich ihre Job, gestorben wird immerhin so, ne? Also die kommen auch mit klar, ne? Also die gehen nicht auf Distanz zu dir und denken, Igitt, der packt den ganzen Tag Leichen ein an und jetzt. Nee, ich habe hier immer Handschuhe an. Ja, natürlich, ja, aber wie die Leute vielleicht so sind, ne? Hast du eine Frau, eine Freundin? Nein. Nein. Wie ist das so, wenn du Frauen kennenlernst und du sagst, ich bin vom Beruf Bestatter? Ja, hab ich auch, sie haben keine Probleme mit. Ja, erstaunlich. 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 Ja. Ist das so ein Beruf, wo du sagst, okay, das fällt mir sehr schwer bisweilen, wenn es beispielsweise um Kinder geht, aber ich habe mich so arrangiert, ich werde das jetzt weitermachen, die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht. Ja, ich mache das halt, bis ich halt in Rente gehe, ne? Also, in meinem Alter ist halt schlecht, wieder was zu finden, ne? Wenn man mal über 40 ist, ne? Dann gibt es ja in jedem Beruf Erfolgserlebnisse. Das treibt einen ja an. Was hast du für ein Erfolgserlebnis in deinem Beruf? Also, da gibt es eigentlich kein Erfolgserlebnis. Weil das ist immer dasselbe, die Trauer, Leute hole. Wenn man den ganzen Tag mit Traurigkeit konfrontiert ist und mit Trauer, mit Tod, kann man da noch privat lustig sein, fröhlich und das Leben leicht nehmen? Ja. Das kann man. Da habe ich einen Schalter, da kann ich Klick abschalten. Ja. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, um in diesem Beruf arbeiten zu können, ne? Wenn man das so klar abschalten kann. Ja, man muss Beruf und privat muss man da irgendwie trennen, ne? Ja. Ich hatte gestern auch einen Bestatter in der Sendung, den habe ich gefragt, wenn du länger Urlaub hast, was ist das für ein Gefühl, wenn du dann wieder zurück musst in die Arbeit? Was antwortest du darauf? Ja, was soll ich da sagen? Urlaub ist rum, Arbeit geht weiter, so denke ich dann. Ja, also freust du dich dann auf die Arbeit? Weniger. Das heißt, es muss dann halt wieder weitergehen. Das ist halt es so. Muss weitergehen. Ja. Ja. Lieber Klaus, die Sendung ist rum. Aber wir haben noch gesprochen, das freut mich sehr. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Und auch viel weiterhin gutes Durchhalten in deinem Beruf. Ja, und ich wünsche dir eine gute Besserung mit deiner Erkältung. Dankeschön, ne? Sehr nett von dir. Tschüss. Jo, ciao. In der Technik war heute Nacht Michael Verhoeven. Morgen sind wir wieder da im Radio bei 1Live und dann wieder Fernsehen um 1 Uhr ab 0 Uhr.